So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des JFT Live Trading TV Kanals hier auf Guidance. Hier der Risikohinweis konnte jetzt jeder mal wieder lesen. Und dann fangen wir auch gleich mit dem Rückblick an. Zunächst einmal Gold und Silber. Hier war der Wille da, als auch von mir. Vom Gold zwei, dreimal einen kleinen Ausbruchsversuch, aber erzwingen, ja, konnte man jetzt leider nicht den Ausbruch. Ich habe zu viel Energie auch darauf aufgewendet, hier was zu finden. Anfang der Woche lief es noch gut, da gab es direkt Kursgewinne. Dann folgte hier auch beim Gold. Ja, dieses Ausbruchsszenario, ich habe nur gerade gedacht, ich habe im 4-Stunden-Chart das auch. Ich habe die Charts ja nicht geändert. Noch nicht, ja. Und im Gold war hier noch eine Marke eben bei rund 1250 drin, die immer wieder mal hier unterschritten worden ist. Also dieses Tief hier. Allerdings war hier ein direkter Pfeil nach oben und somit war hier das definitiv ein unschönes oder unsauberes Setup oder ein verlorener Trade. Wie sich jetzt die aktuelle Situation darstellt, gibt es wie schon am Freitag erwähnt möglicherweise noch ein Tief hier Richtung. Ja, 1237, kurzen Dip vielleicht auch 1225 oder eben knapp unter die 1230 Marke. Wäre jetzt alles nicht so schlimm, so tragisch, wenn es danach ein schneller Konter gibt, also eine Reversal-Kerze. Mehr kann ich jetzt hier aus diesen Chartbildern nicht herauslesen. Bei Silber kann man hier relativ auch schnell drüber gehen, wie gesagt. War hier alles erstmal sehr sauber. Als es hier über die Marke ging, wurde die hier verteidigt. Diese andere Marke, die noch immer in den Videos erwähnt worden war, da stehen wir jetzt direkt davor. Das ist die 17, 3, ja, 1737. Wir stehen da einen Cent gerade drüber. Also hier gab es zweimal Ausbruchsversuche, auch nochmal hier. Jeweils folgten keine Käufe danach und man kann hier theoretisch, wenn man kleine Toleranzen einschlägt, kann man hier sehen, dass hier die Oberkante einfach hält und kein richtiger Ausbruch stattgefunden hat mit einer Nachfolgekerze. Und auch diese Kerze war ja immer nur exakt fast darauf. Also hier auch nichts Neues. Einzige nochmal, wer die anderen Videos nicht kennt, hier habe ich eine Marke. Die 16,90 Tagesschlusskurs oder beziehungsweise also Tagesschlusskurs wäre schon überraschend oder negativ, was aber nicht unbedingt ein neues Short-Signal darstellen sollte. Ein Wochenschlusskurs, dann müsste ich mich hier wahrscheinlich ja, mehr oder weniger komplett verabschieden, erstmal von meinem richtigen Rebound beziehungsweise ja, Szenario, was über die 20 Dollar dann geht. Nochmals zurück, hier lag sonst sehr gute Kaufmöglichkeiten, die jeweils hier in dem Stream dargestellt worden ist. Dass jetzt hier nicht gut läuft, tut mir leid und ja, aber wie gesagt, erzwingen. Ich wollte es erzwingen, auch diese Woche, dass hier die Tiefskurse der Rebound gefunden wird. Die Märkte haben halt nicht dann das gemacht, was sie sollten oder was ich mir gewünscht hätte. Dafür gab es halt unter der Woche ja recht ansehnliche oder nahezu perfekte Setups. Hier eine Vonovia, DAX-Wert. Noch bevor hier der DAX an dem Tag am 13. nach unten krachte, konnte sich hier die Aktie direkt hier halten. War dann hier so bestimmt auch. Wer jetzt sagt, hier ist ja auch noch ein nach unten, solange die Marke nicht fällt. Und da habe ich auf den Videos hingewiesen. Ein schönes Setup, antizyklisch zwar, und das hat hier genau gehalten. Der Freitag war da nicht mehr so bullisch.
Deswegen kann hier natürlich immer noch das stattfinden, noch ein weiterer Rücklauf. Aber hier wurde definitiv das Tief gefunden und auch so beschrieben, hier Lauf fortlaufend. So, weitere Werte Ende der Woche hier. Australische, neuseeländische Dollar hat hier die Kursziele, was hier nur im Text stand, das Zwischenkursziel, ja, 1,075 erreicht. Auch hier schon, hier definitiv überschritten. Ob es jetzt hier nochmal 100 Pips nach oben geht, ja, sei dahingestellt. Im Gewinn ist man, deswegen passt es. Eine Lufthansa Setup zum Beispiel auch hier am Tag am 12. nochmal nach unten gezeichnet. Deswegen hier der Pfeil ist dann fast an einem Tag eben passiert. Hier am 12., das war die 12. Der Oktoberkerze ging runter, Kauflimit haben wir leicht hochgesetzt. Im Prinzip das ursprüngliche Warbein, wenn man es hier oben sieht, nachher hier oben, ja hier, die 9, 8, 5er Marke wurde gewählt und es war genau dann im Prinzip das Tief. Wir haben es, hier steht ja noch das ursprüngliche, so, ja, ich habe es dann 10 Cent nach oben gesetzt, ist also erreicht worden, auch das ursprüngliche, sogar der absolute Tiefpunkt und von dort ging es nach oben. Also, ja, mehr sage ich nicht. Das ist jetzt, glaube ich, Euro-Yen ist, glaube ich, dann, ja, das zeige ich oben, ist in den Verlust dann gelaufen. WTI ist nichts groß aktivieren. Da gibt es den Wert später. Hier ist die Vonovia DAX Update noch. Ist auch links die Unterstützungszone gefischt worden und dann auch erreicht. Lufthansa haben wir ja erwähnt. Da gibt es jetzt hier gerade kein Setup. Was auch noch vorzüglich lief, war hier der Nasdaq, die Unterstützung, bis wieder zum Rücklauf und dann oben ist dann ein Video und war auch im Video erwähnt und der Pfeil auch so eingezeichnet, dass man nur einen Rücklauf präferiert und davon ist dann wieder abgeprallt. Also es wurde alles hier schön ja, ausführlich dargestellt und hier ist nochmal ein Verlusttrade im Euro-japanischen Yen, den Stoppkurs hochgesetzt und jetzt hat sie auch definitiv erwischt und hier war das auch direkt nicht auf Schlusskursbasis. Da stand der Wert etwa bei 1,15. Hat hier drei Kerzen ausgebildet. Ich habe gesagt, wenn es nochmal hier runterfällt, ist für mich ja Sense mit dem Setup und muss man sich dann ein Ausbruchssetup basteln. Also, Fazit: Erzwingen kann man nichts von den Märkten, soll man auch nicht, kann man nicht. Das Kapital ist gar nicht da, dass man Nasdaq oder beziehungsweise den Gold selber bewegen kann. Und ja, im DAX gibt es aktuell noch nichts Neues. Hier kann man nur sagen, dass diese Trendlinie auch am Freitag dann angelaufen wurde, kurzfristig überschritten. Also die Tages- oder beziehungsweise Stundenchart ist bullisch. Die Kerze jetzt hier ist zwar noch hier abgeprallt, wieder an 10.600. Da muss es erstmal drüber gehen, dann gibt es ein weitreichendes Kaufsignal. Und hier sieht man, dass die Kerze am Freitag war zunächst deutlich, dass die Wochenkerze am Freitag noch in dem Vormittagsvideo negativ. Jetzt ist hier ja, neutral, bullisch. Kann hier oben hat hier tatsächlich alles dann noch gehalten. Zum Dow Jones noch ein Wort. Die Marke muss auf Tagesschlussbasis fallen und hier wurde die Trendlinie zurückerobert, mehr oder weniger. Gibt es im Moment noch nichts, muss ich erst am Montag schauen. Und hier das Nikkei Setup hat so gut es geht auch geklappt. Definitiv keine Pfeile nach unten, alles Erholung.
Wenn ich hier das noch in die Indikation umstelle, dann war das hier an dem Tag, ging es noch runter, dann lief alles so wie gewollt. Das war jetzt erstmal der Rückblick. Am Montag gibt es dann mehr Neuigkeiten und hoffentlich mit einem erfolgreichen Setup melde ich mich dann zurück. Bislang noch nichts Großartiges gefunden, deswegen versprechen kann ich natürlich nichts. Danke und noch einen Rest. Schönes Wochenende wünsche ich allen.